So, Herr Außenminister, bitte hierhin. Ja, ich werde hier Platz nehmen, wo die Fahne von Österreich hängt. Ja, immer ein schöner Moment, wenn sich zwei KollegInnen zum ersten Mal begegnen, hier die AußenministerInnen Österreichs und Deutschlands. Ja, wir waren ja auch beide quasi mal BundeskanzlerInnen. Nee, ich war ja Umfragen-BundeskanzlerInnen und Sie ja so ein Schattenkanzler, so eine Marionette, bevor dann der Hammer kam. Na? Ja, hätte ich jetzt nicht ein derart geschultes diplomatisches Gespür in mir, würde ich mich jetzt in eine Opferrolle zurückziehen. Aber ich möchte über die Ukraine sprechen. Wir Österreicher verstehen die Ukraine. Selbst wir Österreicher waren 1938 allein gelassen von der Weltengemeinschaft. Ja, das muss er sein, der berühmte Wiener Schmäh hier, dieser Sarkasmus, der einem im Hals ist. Ich bin humorbefreit. Das haben Sie auch noch ernst gemeint. Ja, vielleicht ist es ja auch so ein Missverständnis. Ja. Die Österreicher haben ja viele andere Wörter. Wenn die zum Beispiel sagen, angreifen, dann meinen sie Ringelpiez mit anfassen. Wenn wir angreifen, sagen wir Deutschen, dann sind schon mal die Panzerregimente und die Hundertschaften aus der Reserve gelockt, nicht wahr? Ja, ich möchte aber nunmehr sagen, gute Frau, ganz offen, wir Österreicher, wir haben sehr viel aus unserer Geschichte gelernt, aus unseren Fehlern. Und ich habe in Auftrag gegeben ein Buch, wo darin steht, und es heißt, was wir Österreich aus der Geschichte gelernt haben, wir Österreicher hier. Dankeschön. Ist es. Aber ein dünnes Heftchen. Da steht. Und hab schon ausgelesen. Alles, also alles wirklich drinnen, in kurzer Zeit fertig gelesen. Gelernt, danke, kommt in die Altpapiertonne. Unter Rot einordnen, bitte. Unter Gerhard Rot? Nein, die Farbe Rot. Bitte. Also, ja, immer Missverständnis. Wenn ein Österreicher und eine Deutsche zusammenkommen. Es gibt immer Missverständnisse. Ja, uns trennt ja die gemeinsame Sprache. Was haben Sie gesagt? Haben Sie etwas gesagt? Herr Dr. Wolfgang Schüssel, auch Sie bei Lauterbach? Nee, ich bin Karl Lauterbach. Ach so, ja. Ich habe Sie mit der Maske gar nicht erkannt. Aber ich habe Sie gleich erkannt. Sie sind doch die zukünftige österreichische Bundeskanzlerin. Mhm. Ist sie das oder ist sie das nicht? Ja? Ich denke mal, Sie können das schaffen. Sie müssen eigentlich nichts dafür tun. Wie Sie wissen, bin ich Ärztin und keine Politikerin. Aber ja, ich möchte schon eine Freundschaft hier beginnen mit Ihnen. Hier habe ich Freundschaft mitgebracht. Ach, Freundschaft in Tütchenform? Das ist ja, oh, da ist ein Buch Bücherform. Drin. Ach, ein Buch. Michael Hau. Kenne ich nicht. Der Bürgermeister. Ja, tut mir leid, kann ich nur sagen, ich lese nur Literatur-Nobelpreisträgerin. Ja, haben wir auch zwei. So kommen Sie mit, Herr Haneke. Was, wo? Handke? Jo, Herr Haneke, du kommst schön wieder her. Was wollen Sie von mir? Ja, das freut uns sehr, Herr Handke, dass Sie jetzt das offizielle Mitbringselbuch für alle Politiker von Österreich schreiben. Ja, niemand hat das gesagt. Man hat mich gebeten, nicht, sein Buch zu schreiben. Die Gerechtigkeit für Österreich. Oder was soll ich schreiben? Dieses Trottelland. Schauen Sie sich an, hinter mir. Ein Bücherregal eines typischen Österreichers. Nichts drinnen. Nicht? Dieses Analphabetentum. Das ist unerträglich. Da, Herr Scheiß. Handke, es hört Ihnen schon lange niemand mehr zu. Geben Sie mal Achtel. Ich habe immer noch nicht gefunden, die Pointe. Ein Schluss. Normalerweise, ein Schluss ist immer eine Pointe. Wo ist hier die Pointe? Ein Schluss. Ich bringe dir bei. Pointe. Ich lade dich ein, zu mir zu kommen. Auf meinen Kanal, YouTube, oder abonniere hier.